Hallo Freunde, wir werden weitere Map vorstellen. Heute ist die Silverun Force dran. Wir schauen rein und let's go. Nein. Oh, vergaß. Kreis. Hier ist Kreis. Oh, eine Force Map. Geil. Passt das sehr gut. Irgendwie habe ich die irgendwie schon mal gesehen, aber es kann ja nichts bedeuten. Ah ja, übrigens, einmal hat mich, wenn ich da an denke, poste ich euch am Schluss noch eine Map rein. Hab ich jemanden mal gefragt von den Zuschauern wegen dem Ding. Wegen solche Helfer im Konsolenspiele, hab ich ja gesagt, ich überleg's mir. Ich kommentiere euch, tun das Video dann, ja, tun das Video am Schluss rein, könnt ihr es mal anschauen und euch dort auch vielleicht melden. Ja, ist doch schön hier. Aber die ist komplett anders, ne? Volvo MB. Die Idee ist gut. Hä? Oder ist das jetzt. Warte. Ah, ich habe ja mal noch die alte Map zugelegt. Stimmt. Und jetzt hier die Holzer Map. Ach, cool. Wenn man die ja nicht drin. Ah, gut, hat man vielleicht schon, aber wenn man die nicht drin hat. Geil. Ja, die Ding reingenommen. Ah, das ist jetzt aber schlau. Ja, ganz ehrlich. Weil, schaut, jetzt ist es so nah. Aber und das ist noch gut. Ey, Leute. Gute Glück, habe ich vorher noch die Map runtergeladen. Komm vorhin. Mod für Kudofack. Ah, das sieht ja gut. Ah, warte, jetzt will ich noch schnell kurz schauen. Steine. Hey, gute Glück, habe ich vorher das Force Pack noch, also die Force Map runtergeladen. Alles, ich glaube, die. Nein, hab mir nicht, ne? Ich will noch schnell kurz hier schauen. Da, die, ah, oh. Hey, gute Glück, habe ich das noch runtergeladen gerade vorhin. Das ist noch gut. Hatte ich noch Schwein? Da muss ich ehrlich sagen, das hat er gut gemacht. Er hat die von DLC reingenommen. Ich weiß nicht, habt ihr das Pack schon, ja oder nein? Wenn nicht, und ihr spielt diese Map, könnt ihr mir reinschreiben. Aber das ist gut. Das ist gut gemacht hier. Was hat er noch? Okay, wir schauen mal weiter. Wir sind hier oben. Dann gehen wir hier mal durch, oder? Oh. Yes, it's year 2 Season Pass. Gibt's noch einen zweiten Season Pass? Hotel. Aber es ist noch schön gemacht hier. Also da muss ich ehrlich sagen, das hat er gut gemacht mit diesen Implantierungen. Von diesem Pack. Haben wir ja schon halb gedacht, wenn das Pack draußen ist, wird ein riesen Netz darum gesponnen. Aber egal. Komm her mal, das ist nur der Zug. Oh. Aber die ist noch echt groß. Diese Map. Ich muss da aufpassen, dass es nicht den Kopf stößt. Dong. Also echt groß. Schön. Sehr schöne Map. Holzverladung. Oh.
Das ist ja auch gut. Mit Seitenrampe und Frontrampe. Yeah, aber das, da wollte ich gerade sagen, das ist mal wieder eine schöne Map. Das ist eine sehr schöne Map. Ganz ehrlich, eine sehr schöne Map. So, für den Zug. Hier ist noch eine Tanke. Ja, gut, ist noch gut gemacht. Auch mit diesen Oldie Tankstellen. Ja, gefällt mir. Ja, das ist echt gut gemacht hier. Schön, schön. Mehr hier hinten dann. Ah, gehören die auch dazu. Ah, die können wir natürlich nicht wechseln hier, hä? Ein bisschen dreckig, ne? Und die Idee ist auch gut. Die Idee ist auch gut. Ah, das ist doch mal geil. Und sogar mit Ding. Yeah! Sogar mit diesem diese Werbepark, also weiß nicht, aber das zu Chance ist. Ich glaube, Chance gesagt, ja, bei uns ja selber. Aber die Idee ist gut mit diesem Anbauen. Ja, auch den Maschinenraum. Ja, echt gut, die Idee eigentlich, ganz ehrlich. Das ist noch eine gute Idee hier. Nein, er hat schön implementiert. Ja, also ich finde sie schön, das so sieht man auch nicht alle Tage. Das ist eine sehr schöne Map. Ja. Ah ja, und denkt in dem Kommentar, ich, wie gesagt, ich poste euch das Ding unten rein dann, weil wir nicht vergessen. Dann könnt ihr auch mal dort ein bisschen vorbeischauen bei diesem Typ. Aber nochmal hier als kleine Info. Wenn ihr euren Daten untereinander ausmacht, dann bitte irgendwie macht das bitte über Twitter. Weil nicht, dass irgendwelche Clowns in euren Spielaccount reingeht und dann meinen, jo, wir können ja dann alles kaputt machen. Und so. Nur über bitte über Twitter nicht eure Spieldaten nachher veröffentlichen. Nachher da macht euch jemand alles kaputt und ihr vielleicht halt ein paar Wochen aufgebaut habt. Und immer würde ich auch euch als Tipp geben, wenn er sowas macht, sorry, dann besten benutzt irgendeine Map, wo eh nicht, wenn ihr könnt zum Testen, schauen wir, ob er gut ist oder nicht. Nur als Tipp. Sonst kickt ihr am besten ihn raus, dann wenn er doof tut. Also, dann, so, wenn ihr jetzt beispielsweise eine Stunde lang gespielt habt und ihr habt alles gemacht und irgendjemand joint rein und muss meinen, er muss nachher die ganze Sachbeschädigung machen, dann ist auch nicht lustig. Müssen immer so die beste so die Speicherung anmachen, so eine Viertelstunde, gut, dass ich mich jetzt noch daran erinnere, da die automatische Speicherung wenn sie geht online, weil dann kann man jeder was sagen, ja gut, hat man gemacht. Gut, dann gehen wir weiter.
Auch eine riesen Holzform. Alter. Ja, das ist echt schön. Das hat er auch wieder gemacht, schon mit diesen Rampen. Ah, der Stapler. Ich denke, das wird so gemacht sein, dass die natürlich hier eingebaut sind. Oh, lag kaputt, ne? Ich weiß nicht, wie viel Multiplayer. Oh, das ist auch gut. Das hat man noch nie gesehen. Mit so Solarpanels, auch gute Idee. Ich denke, das wird so sein, dass jeder einen Bereich hat. Ich weiß es nicht. Aber gute Idee, jedenfalls. Ah, auch gut. Das ist auch eine gute Idee. Ah, sonst ist die schön, die Map. Ja, wo waren wir? Ja, das waren wir schon. Das ist unser Haupthaus hier oben. Ah, das ist unser Haupthaus. Schachthafen? What the fuck? Ah, das ist da hier oben. Ich dachte schon, hä, wir kommen jetzt. Oh, gute Idee. Ah, das ist geil. Ja, ja, lustig. Also hinten, der Ding. Ah, das ist lustig. Ich habe jetzt auf ein Lager gedreht, Holzbarkeit, Metall, Holzfies. Holzfilze. Sorry. Lass da irgendwann mal kurz anschauen. Kann ich irgendwie hier rüber glitschen? Bestimmt. Ich kann sich safe irgendwann doch hier rüber glitschen. Ah, hier oben war auch noch was. Ah, hier auch noch was in der Abladestelle. Gut. Haben wir gesagt. Da kommt irgendwie hier rein. Das sollte irgendwie seine Holzachterbahn sein. Ja. Yeah. Aber gesagt, das ist eine Luke. Kriegst du überall rein. Ey, aber ernsthaft. Eigentlich, wenn du genau nimmst. Könnte ich hier ein sehr gut Versteck machen für diese Fundsachen hier. Aber ich habe gesagt, eigentlich kommt es da überall rein. Ja, auch nicht so schlimm. Ich glaube, das sollte aber eine optische Tour sein. Sollte auf dir ein bisschen optisch sein. Ich glaube einfach, dass der wollte einfach damit ein bisschen zeigen, einfach hier. Ja, dass die Achterbahn hier ist. Deswegen diese Ansätze. Ich weiß nicht, ob jetzt hier, weil dir das. Vielleicht musst du ja auf jedes Mal Bretter abliefern. Und einfach Zeug. Um diese hier diese Freizeitpark irgendwie fertigzustellen. Ich weiß nicht. Weil nach dem Aussehen her. Sollte das schon so sein. Man sollte irgend. Ah, das mit dem Schiff ist cool. Aber nach dem Aussehen hier sollte hier einfach das Ding sein. Hier sieht man ja den Ansatz. Dann sollte das vielleicht um den Baum rumgehen. Und hier dann einfach ansetzen und weiter. Keine Ahnung, vielleicht ist es ja so geplant. Da schafft es mir hoch. Leider jetzt ein bisschen anders gemacht, egal. Aber ich habe hier gesehen. Ah, eben, siehst du.
Und kann auch hier rein. Wenn du richtig machst, kommst du auch hier rein. Wenn du richtig anstellst. Aber du kommst rein. Aber die Idee ist gut. Also mit Tod rein, ihr habt ja den Trick gesehen. Außer der Glitch ist raus. Dann haben wir ein Problem. Also wird es so sein, dass es so verbaut ist, dass du nicht rein kannst, sondern wird so sein, dass du vielleicht das Zeug immer abladen musst. Ah, das ist gut. Sehr schön. Farmen Simulator 22 Euro. Yes, Season Post. Also, yeah, 2 Season Pass. Also, ja, irgendwas. Seit Jahr gab es Season Post, irgendwas. Ah, hier die Abladestelle. Ja, ich weiß, wir laufen jetzt ein bisschen nicht so viel rum, aber. Komm, Leute. Das ist so eine schöne Map. Normal, ich weiß, aber das ist wirklich noch gut gemacht. Das gibt's nicht überall. Was habe ich jetzt da? Habe ich jetzt die von... Ah, nein, habe ich die von Charles. Ah. Ich habe die von Charles erwischt. Sorry, macht nichts. So eine schöne Map. Das ist, glaube ich, die von Giants. Oh, mein Fehler, sorry. Egal. Macht nichts. Mein Fehler. Das war so ein Honk. Sorry. Macht nichts. Mein Fehler. War meiner. Egal. Aber dafür habt ihr jetzt diese Spezialmap auch gesehen. Das ist eine so schöne Map. Hat schon gut gemacht. Egal. Ihr wisst ja, ich habe ja schon immer wieder mal solche Maps hier extra gemacht und so. Machten ja nichts. Kann ich da dann hinschreiben? Heißt die wirklich so? Das ist ja, glaube ich, die vom Flott. Ja, ist eine schöne Map. Haben sie gut gemacht. Oh, mein Fehler. Sorry, Leute. Weiß ich, wenn ich die heißen, wie heißt die wirklich? Ah, muss nach Auto schauen, aber sie ist, glaube ich, die, hä? Fährt neue Maschinen, ja, genau. Ich muss wissen, wahrscheinlich heißt die Map dann. Ja, das sind die. Ich glaube, ich habe da einen kleinen Fehler gemacht mit Einschätzen. Aber die Map. Es ist, glaube ich, die Produkt. Ah, ich schau mal nach danach kurz. Aber es ist, glaube ich, die Map hier. Aber jetzt haben wir, glaube ich, alle, oder? Ja, ich glaube, jetzt haben wir das alle. Aber es ist, glaube ich, also diese Liefer-Chance. Da habe ich mich verquatscht. Ja, gut, dann haben wir es eigentlich, ne? Okay, Leute.
Also sollte die eigentlich von Giant sein? Wenn ja, dann habe ich mich jetzt hier verquatscht hier. Ja. Gut. Das war es eigentlich schon von dieser Map-Vorstellung extra, hoffentlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr sie gefunden habt. Ich glaube, ich habe mich jedenfalls, wie gesagt, selber verquatscht. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt mich da richtig habe, ist es ja die Map. Ja. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr die Map gefunden habt. Ja. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram. Wenn ihr noch nicht das gemacht habt, bitte folgt auch meinem zweiten Kanal, Simulator LP. Ja. Einmal, jetzt habe ich Map, Silver und Force. Das ist genau, das ist die von Giants. Silver und Force, das ist die von Giants hier. Ja, okay, wenn es wie gesagt dann so, euch gefallen hat, das bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr sie gefunden habt, dann du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist, aktiviere die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram, ist mein Titelbild über den Abonnier-Button. Dort ist auch mein Zweitkanal verlinkt, Simulator LP. Und sonst schaut, was ich sonst für Videos gemacht habe. Und ciao, Leute!